Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Facebook Marketing leicht gemacht. Thema heute wird sein die F8-Konferenz und da möchte ich mal meinen Bildschirm teilen und euch ein bisschen mitnehmen in die Neuerungen, die Facebook angekündigt hat. Die F8 ist eine Konferenz von Facebook, die findet einmal im Jahr statt und es geht um die Zukunft der Technik und insbesondere an den zwei Tagen, am ersten Tag, um die Zukunft auf Facebook, also was bei Facebook alles so passiert. Und ich habe dazu auch eine Zusammenfassung auf meiner Seite geschrieben. Was ich jetzt machen möchte mit dieser Episode, ist hier einmal zu zeigen, was das bedeutet für uns und für alle die, die Facebook nutzen, wenn die Neuerungen da kommen, was heißt das denn überhaupt? Worauf sollten wir achten zukünftig? Und möchte da mal so meine 5 Cent abgeben. Und ganz am Anfang will ich loswerden. Bitte, wer es noch nicht hat, hilf mir, einen Namen für mein Event zu finden. Ich habe am 22. und 23. November nämlich ein Event geplant und da will ich über Facebook sprechen, worüber auch sonst, ganz klar. Und wir werden richtig tief reingehen in Facebook-Marketing, werden Strategien hier rauskramen, die gerade richtig gut funktionieren, werden auch uns die Neuerungen nochmal angucken, schauen, wo geht es hin mit Facebook und wie kannst du das umsetzen, um sichtbarer zu werden und zu verkaufen. Und mir fehlt der Name. Also sobald ich den Namen habe, kann ich das Event auch verkaufen. Vorher geht das natürlich eher schwierig, deswegen wir finden einen Namen, wenn du eine Idee hast, dann schreib mir auf meiner Facebook-Seite oder gerne eine E-Mail oder egal wo, schreibe mir deine Ideen. Und wir gucken uns mal an, was jetzt auf Facebook alles passiert ist. Mein Beitrag ist sehr, sehr detailliert, kannst du dir gerne durchlesen. Wir gehen jetzt nicht in alles rein, aber ich will in die Bereiche reingehen, weil genau das habe ich am Wochenende angesprochen bei der InspiCon. Da war ich auf der Bühne und habe darüber gesprochen, was kommt auf Facebook und worauf sollten wir uns einstellen künftig und auch, was sollten wir vielleicht ignorieren. Und das will ich jetzt einmal ein bisschen durchgehen und ganz klar machen, wo Facebook den Fokus hat. Wir haben da drei Bereiche aus meiner Sicht und das ist vor allen Dingen die Facebook-Gruppen, ja, Communities, das ist so ein Bereich, also wenn du noch keine Gruppen nutzt, solltest du da unbedingt in die Richtung mal überlegen, wie kannst du eine Facebook-Gruppe in dein Marketing integrieren, haben wir hier als ganz großen Punkt. Wir haben den Messenger, also alles, was in Richtung Messenger geht, in Richtung Austausch untereinander in einem geschlossenen Bereich und dazu auch aus meiner Sicht die Messenger-Bots, auch das ein großes Thema. Und wir haben generell aus meiner Sicht, natürlich Instagram habe ich hier mit drin, aber auch Veranstaltungen wird hier ein großer Fokus sein und im Allgemeinen das Thema, alles in eine App zu bringen, alles in eine Plattform zu bringen. Ja, das heißt, Facebook guckt immer mehr, wie können sie das vereinen und was heißt das jetzt für uns? Da gehen wir mal von oben durch und überlegen uns Schritt für Schritt, was sollten wir dann für die verschiedenen Bereiche jetzt tun als nächstes, um das gewinnbringend zu nutzen. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das so nutzt. Also, habt ihr eine Facebook-Gruppe? Würde mich mal interessieren. Habt ihr ein Messenger-Bot oder nutzt ihr den Messenger sehr intensiv mit euren Kunden? Man muss nicht immer einen Bot haben, um das intensiv zu nutzen. Und nutzt ihr die Veranstaltungen auf Facebook? Was zum Beispiel schon sehr auffällt, wenn wir auf unserer Facebook-Seite sind, dass wir dann einen neuen Reiter haben, ja, der Veranstaltungen ganz oben im Menü heißt, um mehr in die Statistiken reingehen zu können. Also wirklich in die Statistiken zu gucken, was gibt es gerade so für Statistiken, wie reagieren die Leute. Das gab es vorher schon, aber es war viel versteckter. Und das zeigt mir eben immer, dass es hier mehr in den Vordergrund gerückt wird. So, wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Was kommt in dem Messenger? Unter anderem mehr Privatsphäre kommt rein. Wir werden die Möglichkeit haben, Videos innerhalb des Messenger-Chats zu machen. Also quasi eine Watch-Party innerhalb des Messengers mit mehreren Leuten. Und ich glaube, in die Richtung geht das auch. Die Watch-Partys sind ja noch komplett wenig genutzt auf Facebook. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Watch-Party gemacht?
Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe die Watchpartys vor allen Dingen genutzt während eines Launches. Was man damit nämlich machen kann, ist Videos abspielen, die schon älter sind, also von anderen Seiten oder von meiner eigenen Seite, um den Content nochmal wieder zu zeigen und dann, und das ist das Entscheidende, in die Interaktion zu gehen, also wirklich den Austausch mit den Leuten zu machen. Das wird immer mehr kommen und wenn ihr da Vorreiter seid, dann wäre das sicherlich für die Sichtbarkeit gar nicht schlecht. Ja? Wir haben hier die neue App und das zeige ich hier auch in dem Video bei mir auf der Seite, wie das aussehen wird. Am Handy haben es die meisten schon, vielleicht hast du es auch schon, die neue App, das neue Aussehen. Da sehen wir ganz klar, was da im Vordergrund ist. Man sieht, dass die Gruppen einen eigenen und extra Bereich haben, dass da wirklich hier mehr Sichtbarkeit auf den Gruppen ist. Und auch das wird für den Desktop kommen in den nächsten Monaten. Das heißt, da müssen wir uns auch auf eine Umstellung einstellen auf jeden Fall. Ja, das heißt, wir müssen hier schauen, wie kriegen wir das hin, an den Messenger zu denken. Und ihr habt das vielleicht auch schon gesehen, am Handy ist es schon so, dass wir da auch Messenger-Stories extra für den Messenger machen können. Wir können auch Stories für nur Facebook machen. Das ist das Thema schlechthin, weil einfach die Nutzer viel mehr weg von dem Newsfeed gehen, viel mehr weg von dieser Startseite, die wir auf Facebook haben, hin in spezifische Inhalte, wie unsere Stories, wie den Messenger, ja, oder auch WhatsApp. Auch da spielt sehr viel sich ab, weil da es um die Interaktion geht, um das Authentische. Ja? Wenn wir etwas posten auf Facebook, versuchen wir es ja immer so ein bisschen perfekt zu machen, so vielleicht nicht ganz so extrem wie auf Instagram, aber ein normaler Post ist für gewöhnlich sehr durchdacht und ist auch sehr schön gemacht vom Foto her. Wir würden da nicht einfach irgendein Foto von uns nehmen. Das sieht in den Stories ganz anders aus. Ich mache jetzt gerade eine Challenge, Hashtag 14 Tage live, wo ich wirklich mal hinter die Kulissen die Leute mitnehme und auf meinem Profil, wenn du mich abonniert hast im Profil, kannst du das sehen, hier, wirklich auch siehst, was gerade bei mir so abgeht. Und mein Thema ist Mama mit Business, also wirklich mein Alltag als Mama und Geschäftsfrau ist eben auch nicht immer ganz einfach. Und das ist dieses Authentische und ich habe eben gestern Abend zum Beispiel ein Live-Video gemacht, auch sehr kurz, nur 3 Minuten, wo ich die Leute mitgenommen habe auf einen Spaziergang quasi, also sehr authentisch, überhaupt nicht schick zurechtgemacht oder irgendwas oder im Büro oder mit Scheinwerfern oder irgendwas. Plus heute früh zum Beispiel habe ich in meinen Stories gepostet auf Instagram und im Facebook-Profil, dass ich was ich diesen Tag vorhabe, ja, was alles noch kommen wird, habe da 4 Videos draus gemacht, kleine 15 Sekunden, so wie das bei Instagram eben ist und wie das in den Stories gemacht ist, die dann aneinandergereiht eine Geschichte erzählen, wo ich wirklich auch nicht zurechtgemacht war. Es ist viel authentischer, sowas würde ich so in den Newsfeed gar nicht reinbringen und in die Richtung wird es gehen. Deswegen müssen wir uns mehr denken, was können wir für Content produzieren, der nicht unbedingt perfekt ist, sondern der die Leute mit auf unsere Reise nimmt, der die Leute entertaint auf eine authentische Art und Weise. Was macht uns denn besonders? Und da gebe ich auch gerne den Impuls, dass ihr das Ganze spannend gestaltet, indem ihr ein Alleinstellungsmerkmal findet. Ich habe auf der Inspicom ein Beispiel gegeben von der Molly. Molly macht ihre Videos beim Schminken, unter anderem, sie macht natürlich auch andere Videos, aber unter anderem beim Schminken morgens im Badezimmer und da reden die Leute natürlich drüber. Bei Molly passt es, weil Molly im Theater ist und eben auch Facebook Live-Video-Expertin und sie verbindet das in dem Moment. Ja? Das heißt, sie sitzt sicherlich länger im Badezimmer als ich. Ich brauche da keine 5 Minuten, wenn ich ins Bad gehe, weil ich mich gar nicht groß schminke oder so. Aber das ist das Entscheidende. Finde etwas, was dich ausmacht und versuche daraus eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das Entscheidende, Molly macht das regelmäßig. Also etwas, was du mindestens einmal die Woche machst, weil erst dann, wenn du es regelmäßig machst, und bei Molly war das so, es hat 1 Jahr gedauert, bis sie damit durch die Decke gegangen ist, wenn du es regelmäßig machst und die Leute immer wieder darüber reden, muss das nicht dieses crazy, total Verrückte sein, sondern es kann einfach anders sein und die Leute fangen darüber an zu reden und irgendwann hebt es dann ab. Natürlich, je verrückter, desto schneller wird dieser Prozess gehen.
Ja? Also ich kenne auch die The Shaving Chronicles aus den USA, wo der Kerl sich halt rasiert und währenddessen das Live-Video macht. Aber es geht um Geschichten-Storytelling. Ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Mehr Austausch mit Einzelmenschen, und das ist der Messenger für mich. Und in den Stories kann man das eben auch gut sehen, weil ich sehe, Stories funktionieren erst dann richtig gut, wenn die Leute darauf reagieren und eben dadurch den Messenger auslösen. Ja, dadurch wird der Messenger aktiviert und wir kommen ins Gespräch, wir kommen ins Einzelgespräch mit den Leuten. Deswegen ist da auch so viel Fokus auf dem Messenger, eben ganz genau, weil die Stories so im Fokus gerückt sind. Ja, also in die Richtung wird es gehen. Ja. Und eben hier, du siehst es, auch im Messenger wird es neue Bereiche geben. Wir sehen das jetzt schon am Handy, wir scrollen ein Stück runter und die Stories sind nicht nur noch ganz oben angeheftet, sondern sie sind auch nach ein paar Nachrichten oder Beiträgen, kommen sie nochmal. Das heißt, wir haben auch schon zum Beispiel Tests gesehen von Facebook, wo sie tatsächlich weg von diesem Newsfeed, ich scrolle von oben nach unten, hin zum Story Format, wo wir von links nach rechts scrollen und entscheiden können, wollen wir von einer Person die ganzen Stories durchtippen oder wollen wir die nächste Person sehen durch einen Swipe. Ja? Viel anders vom Content-Konsum her, und wir können hier nur sichtbar sein, und das ist das Entscheidende. Bei Stories sind wir sichtbar, kommen ganz nach vorne in die Stories, wenn die Leute zum einen mit uns interagieren, dann sehen sie uns. Und zum anderen, wenn wir regelmäßig posten. Je häufiger wir posten, desto schneller rutschen wir wieder an erste Stelle. Ja, und desto sichtbarer werden wir. Also besser beispielsweise eine Story zu machen mit, sage ich mal, eine Story pro Stunde, anstatt 20 Stories innerhalb von einer Stunde direkt rausballern und dann den ganzen Tag nichts mehr. Das heißt, regelmäßig, gut verteilt auf den Tag und die komplette Geschichte erzählen. Ja, relativ simpel, aber die wenigsten setzen das um. Und da gehört es noch in einen Shift zu kommen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie das mit den Stories ist, ob du sie schon machst, ob du schon den Sinn dahinter verstanden hast. Ich glaube nämlich, ich würde annehmen, dass da mal eine extra Episode für angebracht ist, dass ich wirklich mal tiefer reingehe, wie kann man diese Stories nutzen. Denn ganz ehrlich, September letzten Jahres, da hättest du mich jagen können mit Stories. Ich wollte sie überhaupt nicht machen. Und ich erkenne mittlerweile den Sinn dahinter, warum das so ein geiles Format ist, warum du es nutzen solltest. Und da gehe ich gerne mal tiefer rein, wenn da das Interesse da ist. Ja? So, wir haben natürlich auch Änderungen innerhalb von WhatsApp. Ja, da wird viel passieren, da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein, aber auch da können wir überlegen, was können wir da machen, um in Richtung WhatsApp mehr zu gehen. WhatsApp geht jetzt ja auch am iPhone, das Business WhatsApp quasi Variante. Facebook-Gruppen war das große Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Und da wird sich ganz viel ändern. Zum Beispiel werden die Kategorien komplett neu sortiert. Die Kategorien fallen weg, so wie wir sie kennen, ja, und gehen hin zu bestimmten spezifischen Gruppen. Also wir haben zum Beispiel hier ein neues App-Design, aber auch zum Beispiel Arbeitgebervorlagen, also Jobgruppen, die hier kommen werden. Ganz klarer Fokus für mich ist hier dann also wieder dieser Job. Wir haben es auch auf der Facebook-Seite, Jobs verwalten. Ich habe ja selber eine Stelle ausgeschrieben und jetzt zwei neue Mitarbeiter. Alleine über Facebook, alleine über das Posting auf Facebook hatte ich über 20 Bewerbungen und habe jetzt zwei davon ausgewählt. Ja, da wird mehr in diese Richtung gehen. Also für mich auch ein klarer Beweis, dass Facebook hier die Arbeitgeber nicht ganz im Stich lässt, ja, weil sie nehmen uns natürlich Reichweite, weil wir haben das Problem, dass immer mehr Leute auf Facebook sind, immer noch, ja, das heißt, auch das gesättigt wird dementsprechend und natürlich unsere Reichweite sinkt, weil mehr Konkurrenz untereinander herrscht, aber wir sehen dadurch einfach auch, sie machen viel für uns Arbeitgeber, dass wir da Sichtbarkeit bekommen, insbesondere um dann Mitarbeiter zu finden. Es gibt dann auch Verkaufsgruppen, die dann nochmal anders strukturiert werden. Es wird Gaming-Gruppen geben, die dann eine neue Chat-Funktion bekommen. Es gibt medizinische Gruppen, ja, das heißt, man kann dann auswählen, dass man eine medizinische Kategorie hat, wo man dann als
Mitglied anonym agieren kann, wo man sagen kann, das könnte ich mir auch für Themen vorstellen, die eben nicht medizinisch sind, aber wo es eventuell wichtig ist, dass man anonym agiert. Es gibt ja so verschiedene Themen, die wirklich schwierig sind auf Facebook, wo man sich nicht outen möchte. Ich rede mal von Burnout, solche Geschichten. Ist ja auch irgendwo medizinisch, aber ich denke mal, in den Bereichen können wir uns das mal anschauen. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Ja, da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial. Und Ziel ist es letztendlich, und da habe ich auch schon eine Podcast-Episode zu gemacht, ganz im Detail, was soll ich wo posten? Seite, Gruppe, Profil. Ziel ist es, in den Gruppen die Community zu stärken. Der Community die Möglichkeit zu geben, dass sie Fragen stellen können und gegenseitig sich helfen, in den Austausch gehen, das ist das Entscheidende. Ja, also dass sie wirklich sich gegenseitig helfen, dass du als Experte, als Gruppenadministrator, als Experte wahrgenommen wirst und aber die Community untereinander viel mehr interagiert. Das ist auf der Seite ein bisschen anders. Ja, da bist du eher der Content-Lieferant und kannst ein bisschen Austausch fördern, aber eben nicht ganz so extrem. Also das ganz, ganz, ganz spannend. Da passiert für mich sehr, sehr viel. Facebook-Dating lasse ich mal aus. Da ist auch natürlich viel los, aber das ist jetzt vielleicht für uns nicht so ganz relevant. Was ich auch sehr spannend finde, Marketplace ist etwas, was kommt. Marketplace ist in den USA schon riesig und ihr habt es auf dem Handy relativ prominent, ja, den Marketplace, aber in Deutschland ist das noch gar nicht so verbreitet. Der Marketplace wird kaum genutzt, also verkaufen wie die quasi Kleinanzeigen von Facebook. In den USA ist das schon riesig und ich kann mir gut vorstellen, dass das in einem Jahr in Deutschland dann auch so sein wird. Wir sind ja immer so 1-2 Jahre hinterher mit bestimmten Sachen und ich glaube, das ist ganz viel Potenzial. Ja, also wenn du irgendwas verkaufst, sogar Immobilienmakler und Co., sehe ich alle auf Marketplace. Und hier Instagram vom Thema und Veranstaltung. Ich habe es schon gesagt, wir gehen viel mehr von Instagram. Instagram guckt sich viel ab, bei TikTok zum Beispiel. Aber wichtig ist auch, dass wir, mein Video von gestern, dass wir wirklich in Richtung Stories mehr denken. Und da entscheidend auch, da haben wir eben alle Funktionen auch, um die Stories lebendiger und auch langlebiger zu machen. Wir haben zum Beispiel die Highlights, die wir nutzen können. Ja, also wir können die Stories, die sind ja nach 24 Stunden wieder weg, können wir in Highlights, also in Kategorien einordnen. Auf dem Profil ist das schon möglich. Auf der Seite wird das kommen, um dann zu sagen, ich sortiere das jetzt ein in eine bestimmte Kategorie und dort lebt es dann für ewig. Wir können das auch hin und her schieben, damit zum Beispiel sowas wie, also ich könnte mir das so vorstellen, etwa wie ein Webseitenmenü könnte man das nutzen, um dann zu sagen, ein Highlight, eine Kategorie sind die Katrin, also alles über mich, so private Sachen vielleicht, was mit der Familie, was ich so mache. Dann gibt es einen Bereich, wie man mit mir arbeiten kann, einen Bereich Facebook-Tipps, sowas wie der Blog. Ja, das heißt, ich kann hier Kategorien anlegen, je nachdem, wie ich die Stories bei mir aufbaue. Und das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Also ihr seht, es passiert sehr, sehr viel und ich bin hier noch nicht mal in die erweiterte und virtuelle Realität reingegangen. Da habe ich 2 Beiträge zu. Da passiert auch sehr, sehr viel, dass sie in die Richtung gehen. Also ich sehe mich schon in wenigen Jahren mit meinem virtuellen Team, was ich hier habe, mit 10 Leuten an einem Tisch sitzen. Und alle haben die Oculus-Brille auf und haben das Gefühl, sie sitzen nebeneinander, obwohl sie das eigentlich gar nicht tun. Und man sieht die Menschen, sie sieht sich gegenüberstehen oder sitzen und redet miteinander, als wäre man im gleichen Raum. Das wird kommen, Facebook arbeitet da dran. Und ich finde das sehr, sehr spannend, in welche Entwicklung wir uns da bewegen. Müssen natürlich für uns den Weg finden, wie wir das authentisch nutzen können. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und eben hier uns vielleicht nicht auf jedes Pferd aufspringen. Ich habe jetzt von Gruppen gesprochen, wenn du noch keine hast. Ja. Facebook Stories, falls du da noch keine hast. Dass wir überlegen, wie kriegen wir das hin, eventuell mehr Veranstaltungen oder den Marketplace zu nutzen. Picke dir jetzt mal, und so meine Challenge, eins von diesen Themen raus oder ein Thema, das dich jetzt besonders triggert, wo du auch Lust drauf hast, und das setze um. Nicht alles gleichzeitig machen, mal einen Schritt nach dem anderen und in die Umsetzung gehen, weil das wird dir mehr bringen, als wenn du alles so ein bisschen machst. Eine Sache, Konzentration, und dann funktioniert das auch mit der Reichweite.
Das war ein kurzer Einblick. Es gibt da noch sehr viel mehr zu sagen, aber das sind so diese Hauptpunkte, die ich euch mitgeben wollte, weil ich sehe da ganz viel Potenzial. Thema Live-Videos ist hier jetzt noch gar nicht drin, weil das nicht angesprochen wurde direkt von Facebook. Aber auch das sehe ich hier als wichtig. Deswegen für mich diese Challenge 14 Tage live. Deswegen auch regelmäßige Live-Videos. Achtet mal auf meine Beiträge. Die meisten meiner Beiträge, und ich mache nicht mehr so viele, wirklich nur so 3, vielleicht 4 pro Woche, sind Videos oder auch Live-Videos idealerweise. Meine Live-Videos haben natürlich eine viel höhere Reichweite, als es ein hochgeladenes Video hat und vorproduziertes Video. Ja? Deswegen überlegt euch, könnt ihr da auch eine Strategie entwickeln? Auch in die Richtung wird sehr viel gemacht. Facebook hat angekündigt, dass sie tatsächlich eine Live-Plattform optimieren. Das heißt, wir gehen rein und Facebook möchte, dass wir, wenn wir ein Live-Video machen, interagieren und dass wir zum Beispiel auch das im Nachhinein beschneiden können, dass wir auch während des Live-Videos, statt eine externe Plattform zu nutzen, Facebook nutzen können und dann Untertitel reinbringen können, dass wir dann, während wir live sind, auch Lower Thirds reinbringen können, also Überschriften, dass wir eine zweite Person dazu holen können am Desktop und nicht nur am Handy. Also Facebook baut da ein eigenes System dafür. Das ist sehr, sehr spannend. Auch da passiert ganz viel. Wir sehen das an Facebook Watch. Ihr seht ganz, ganz viele Videos, alte Videos, die wir teilen, sind jetzt auf der Facebook Watch-Plattform, ja, wo wirklich alle Videos sind, die episodischen Inhalt haben. Und auch unsere Videos können wir dort abspielen. Da gibt Facebook ganz klar den Fokus und den sollten wir dann auch ein bisschen beachten. Also Videocontent entwickeln, der, und das ist entscheidend, entweder spannend, irgendwie emotionales, kann positiv, wütend, ja. Ich sehe das immer, Beiträge bei mir funktionieren richtig gut, wenn ich so einen Rant ablasse oder wenn ich mal auch was Gegenteiliges sage, was alle so behaupten. Also nicht unbedingt sage, in 7 Tagen zum Millionär, ja, sondern stimmt eben nicht, ja. Sagen ja alle, in 7 Tagen zum Millionär, kein Problem. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was können wir machen, um da ein bisschen aufzufallen. Oder eben spannend für unsere Zielgruppe, regelmäßiger Content und sie dann mit einbeziehen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade bei Live-Videos, dass wir unsere Fans mit einbeziehen. Dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, aber gehe da gerne dann auf eure Fragen auch noch ein. Also wenn du welche hast, dann schreib mir auf Facebook einen Kommentar unter dem Video. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So viel zu meinen Infos. Jetzt noch mein Call to Action. Bitte, bitte, bitte. Denk mal über einen Eventnamen nach für mein Event im November. Merkt ihr das Datum schon mal? Der 22. und 23. November in Hamburg werden wir das Event machen. Also freue ich mich natürlich, wenn du dir das schon mal fixierst. Von den Kosten her, das ist noch nicht ganz klar, aber es wird nicht sehr teuer sein, denn ich möchte, dass du da richtig viel Input mitbekommst von mir und ich möchte, dass viele kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen würde ich mich freuen, wenn du auch dabei bist. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Facebook. Viel Spaß beim Umsetzen. Bis dann. Und ich gehe jetzt direkt noch rein und beantworte eure Fragen, denn ich weiß, wie das ist bei diesen ganzen Neuerungen. Den Teil, den ich eben gesprochen habe, der wird mein Podcast werden. Und jetzt gehe ich nochmal rein und gucke mir eure Fragen an. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. So, und die mache ich jetzt mal auf. Die habe ich ausgeschaltet jetzt, während ich live war, damit ich mich nicht hier ablenken lasse. Ja, wo sind die Kommentare? Da. Comments and Reactions. So. So, der Frank, den habe ich, glaube ich, bei der InspiCon so ein bisschen heiß gemacht aufs Thema Bots, ja, weil Bots sind für mich ganz, ganz wichtig, spreche ich auch immer wieder an. Also die vorletzte Episode waren 7 Anwendungsbeispiele, wie man den Bot nutzen kann. Es gibt noch wesentlich mehr und ich teste da gerade ganz viel rum und werde dann auch mit euch teilen, was ich da so gemacht habe, ja. Also da kann man sehr, sehr viel machen in die Richtung. Guckt euch das bitte an, wenn ihr noch keinen Bot habt. Ich habe eine Facebook-Gruppe dazu neu gegründet und die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da wird es vereinzelt immer mal wieder Tipps von mir geben. Also ich werde jetzt nicht die als Support-Gruppe nutzen,
Ja, Supportgruppe habe ich meine Kurs dann, aber eine Inspirationsgruppe ist das. So nenne ich das und das ist jetzt meine neue Gruppe. Ja? Mit der zweiten Person sagt die Stefanie, wäre genial, wenn wir quasi Zoom und Ecamm nutze ich ja gerade, ersetzen könnten durch Facebook, also das auf Facebook direkt machen können. Da hat Facebook aus meiner Sicht noch ganz viel Potenzial, ja, um das zu optimieren. Mich würde es wirklich mal interessieren, wer von euch macht dann Live-Videos regelmäßig? Ja, also wirklich wöchentlich. Wer kriegt das hin, episodisch da ein Live-Video zu machen? Und ich erwische mich da ja auch immer wieder. Ich mache die ja auch nicht regelmäßig. Ich mache die so, dass sie in meinen Kalender irgendwo reinpassen. Unangekündigt zum Teil, wie dieses hier. Und das funktioniert super gut. Man muss es eben nicht immer zur gleichen Zeit machen. Es ist schwierig für mich als Mama, da habe ich noch nicht so den richtigen Zeitpunkt gefunden, für mich, der immer passt, ja, damit ich mir selber keinen Stress machen muss. Weil das ist mir auch wichtig. Es muss auch passen letztendlich, damit man hier sich keinen Stress macht. Und wer von euch macht Facebook Stories? Muss auch nicht regelmäßig sein. Wer hat es schon mal gemacht und macht es immer mal wieder? Würde mich auch mal interessieren. Weil ich einfach sehe, wie spannend dieses Thema ist und ob es euch interessiert, Facebook Stories mal ein bisschen tiefer reinzugehen, wie man das angehen kann, so vom Thema her, wie man das überhaupt plant, ob man da einen Redaktionsplan braucht beispielsweise, das kann ich dann hier nochmal in einer eigenen Episode dann auch nochmal ansprechen. Genau, Christiane macht zweimal die Woche, das finde ich super. Und Katja macht in der Gruppe, Katja, würde mich mal interessieren, was du da machst in der Gruppe für Content. Ja, also was berichtest du da? Ist das Mehrwert? Lehrst du etwas? Weil ich sehe das große Problem, wenn man es in der Gruppe macht, wenn das ein Video ist, das richtig, richtig gut ist, du kannst es in der Gruppe nicht bewerben. Ja, also mein Tipp, wenn du jetzt merkst, ein Video kommt richtig gut an, dann lad es doch mal herunter und lad es nochmal auf Facebook hoch. Gerne auch als Premiere, das kann ich nochmal zeigen, wie wir die Premieren machen, denn da gibt es auch verschiedene Optionen, aber unter anderem können wir hier über Beitragsoptionen gehen, Videosammlung und dann können wir hier sagen, wir starten eine Premiere und dann das Video aus der Gruppe nochmal als Premiere abspielen. Finde ich sehr, sehr spannend, ja. Oder Watchparty, du kannst es einfach, wenn es öffentlich ist, nochmal als Watchparty, das habe ich ja auch eben schon gesagt, abspielen. Und da kann man zum Beispiel mehrere hintereinander abspielen, man kann pausieren und auch weiterspulen. Was da auch sehr spannend ist, zum Beispiel, Facebook hat angekündigt, dass wir bei den Watchpartys als Veranstalter der Watchparty, wo wir ja alle Videos abspielen können, rechts unten ein Video von uns jetzt live als Kommentator hinzuschalten können. Also nicht nur den Chat nutzen, um zu interagieren, sondern tatsächlich hier als Veranstalter zu kommentieren, finde ich auch total spannend. Ja, auch da ganz viele Optionen aus meiner Sicht. Du hast das mit den Stories nicht begriffen. Ja, das können wir uns gleich nochmal angucken. Der Frank macht alle in seiner Membership-Gruppe alle zwei Wochen ein Live-Video. Also da sehe ich ganz viel Potenzial, Frank. Ich bin ja auch gerade noch dabei zu überlegen, wie kriege ich das hin, Live-Videos zu machen und Content zu liefern, ohne einen Nachteil für meine Kursteilnehmer zu geben, die ja auch von mir regelmäßig Live-Videos bekommen. Ja? Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir wirklich in die Interaktion kommen. Deswegen Live-Videos auch auf der Seite. Und wenn ein Video dann mal richtig gut funktioniert, dann auch per Werbeanzeigen pushen. Wir haben einfach das Thema, dass wir ja immer weniger Reichweite bekommen. Und wenn wir dann mal 5 Euro in die Hand nehmen oder auch 20 und einen Beitrag, der sowieso schon gut läuft, ein bisschen pushen, dann haben wir den Vorteil, dass die nächsten Beiträge, die kommen, auch wieder sichtbarer werden ohne Werbebudget, ja, weil wir einfach mit den paar Euro sicherstellen können, dass die Leute den Beitrag sehen und wieder mehr damit interagieren, die uns vielleicht schon wieder vergessen hatten, aus Versehen vielleicht mal einen Monat nicht reagiert haben auf unsere Beiträge und dann sind wir weg. Ja, deswegen immer mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ich sage jetzt nicht hier, um Facebook da Geld in Rachen zu schieben. Es ist einfach so, dass wir hier ganz, ganz viel
das ist das Problem, Konkurrenz haben. Es sind so viele Businesses, ja, so viele Seiten, die Beiträge posten. Ist doch klar, dass unsere Fans nicht alles sehen können. Und das Problem ist auch, unsere Fans sind ja immer länger auf Facebook, folgen immer mehr anderen Seiten, haben immer mehr neue Freunde. Und da ist es sehr, sehr schwer, durch diese ganze Wolke durchzukommen. Und da hat Facebook einfach die Werbeanzeigen für uns als geniales Tool, um da ein bisschen sichtbarer zu werden. Ja? Genau, finde ich auch spannend. Stefan, ich gucke mir auch keine Facebook-Stories an, nur auf Instagram. Spannend, oder? Genau, ich gehe einmal rein und zeige euch das, wenn ich hier bei mir auf der Startseite bin. Dann kann ich, und das ist eben auch ganz spannend, hier meine Story. Ich zeige euch mal, was ich da so drin habe. Die seht ihr auf dem Handy auch ganz oben. Ja, ich bin gestern nach Hause gefahren, im Zug gesessen habe ich. Und das könnt ihr euch mal, ist in meinem Profil, könnt ihr euch mal anhören. Meine Tochter singt im Hintergrund, deswegen habe ich hier Sound on gemacht. Dann habe ich gestern Abend die Story aufgenommen hier mit meiner Challenge quasi. Dann habe ich gestern Abend Gemeindevertretung gehabt. Also ich erzähle hinter den Kulissen heute früh halt noch nicht zurechtgemacht, noch in der Küche, gerade beim Frühstücken, was heute im Laufe des Tages auf mich zukommt. Da sind halt mehrere Videos hintereinander, die ich dann noch beschrifte. Denn entscheidend ist, Stories gucken die meisten ohne Ton. Ja, deswegen versuche ich das hier beides zu machen. Und dann kann ich auch mal einfach nur Text reinbringen. So, der Live, der schläft. Dann habe ich hier heute schon Wäsche gemacht, ja. Und habe mich meine Coachings fertig gemacht. Und jetzt könnte ich die nächste Story hinzufügen, könnte sagen, ich mache hier die nächste Story und kann entscheiden, mache ich es in die Story, mache ich es für alle sichtbar oder nur für meine Freunde und vielleicht zusätzlich hier in den Newsfeed rein, ja. Ich mache die meistens übers Handy, aber am Desktop geht es genauso. Und am Desktop geht es genauso über die Seite. Auf der Seite hast du hier dieses Plus, genauso wie an der Handy-App hast du dieses Plus. Wenn du draufklickst, kannst du sagen, ich mache eine Story und kann halt hier ein bisschen was schreiben, ein Foto machen, was auch immer. Mach die Story und kann es zusätzlich, wenn ich möchte, auch als Beitrag auf der Seite veröffentlichen. Ja? Ganz viele Möglichkeiten. Ich würde euch empfehlen, macht mal eine Strategie, überlegt euch, wo wollt ihr das machen, nicht gleich überall und dann erstmal ausprobieren, wo es am meisten Sinn macht. Regelmäßigkeit ist da wichtig, um sichtbarer zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Von daher schaut, dass ihr da für euch einen Rhythmus findet. So viele Stories, wie ich jetzt heute und gestern gemacht habe, mache ich sonst auch nicht. Ich habe jetzt diese Challenge und dementsprechend habe ich mir was vorgenommen und mache es dann wieder regelmäßiger. Aber an einem normalen Tag würde ich 1-2 Stories machen, weil ich auch nicht der Dokumentationstyp bin. Ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ich mache mich auch nicht so gerne zurecht. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll, dass wir uns vielleicht mal über so einen Zeitraum von 2 Wochen dazu zwingen, und danach dann einen authentischen, für uns sehr gut funktionierenden Weg finden, das umzusetzen. Ja? Genau. Super, okay. Eva macht täglich Stories auf Instagram. Das finde ich super, ja, dass du da täglich Storyen und du lässt sie dann auf Facebook, erzähl mal, im Profil oder auf der Seite, wo lässt du sie erscheinen, ja? Weil auch das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich mache das so, dass ich sie auf Instagram poste, automatisch ins Facebook-Profil schicke und dann, wenn relevant, noch auf meine Seite setze, manuell, was einfach nur 2-3 Klicks sind, weil ich die Story automatisch abspeichere auf mein Handy. Dementsprechend habe ich da die Videos und alles drin, also relativ simpel. Genau. Auf der Seite finde ich super. Ich sehe einfach, im September habe ich ja damit angefangen, da hatte ich eine Reichweite so von 50 bis 60. Personen haben meine Stories geguckt. Jetzt ist das so zwischen 150 und 300 Leuten. Also es wird mehr mit der Zeit, man muss einfach ein bisschen dranbleiben. Und das zeigt euch auch mal wieder, dass ihr ein bisschen Ausdauer haben müsst, dass ihr nicht gleich erwarten könnt, einmal gemacht und es funktioniert und flutscht gleich, ja? Genau. Ja, definitiv. Ist fast nie was Interessantes. Das sagst du jetzt, aber ich glaube, ich wette mit dir, dass deine Zielgruppe das interessant findet. Und dann sagen zu mir mal alle, ja, Katrin, du machst Stories, du bist ja auch schon sichtbar. Wie bin ich denn sichtbar geworden? Weil ich sowas gemacht habe, was mir mein Coach oder so empfohlen hat zu machen. Ja? Was mich in die Sichtbarkeit bringt, das ist doch das Entscheidende. Das heißt, einfach mal ausprobieren und nicht gleich aufgeben, das ist das Entscheidende. Und einen Weg finden, dass ihr vielleicht
entweder ganz authentisch genau eure Zielgruppe ansprecht. Ich habe jetzt natürlich diesen Hashtag, ich kann es euch nochmal zeigen, ich finde das ja ganz spannend, mit dem 14 Tage live. Das heißt, zum einen zwinge ich mich dazu, mehr oder weniger 14 Tage hintereinander jeden Tag live zu gehen. Im Profil mache ich das. Ihr könnt das natürlich auch auf der Seite machen. Ganz klar, wenn ihr da mehr Interaktion haben wollt. Und ich habe mir ein Spezialthema dazu ausgedacht, und zwar Mama mit Business. Weil meine Zielgruppe natürlich vor allen Dingen Mamas sind, die selbstständig sind. Ja, nicht nur, ganz klar, aber viele. Und die können sich direkt mit meinen Stories und meinen Live-Videos dann identifizieren. Vielleicht findest du so ein Thema auch, um hier wirklich die Leute richtig abholen zu können. Ja? Das ist das Entscheidende. Ihr müsst wirklich daran denken, dass ihr die Stories nicht für euch selbst macht, sondern für eure Fans. Und selbst wenn ihr nur 10 Fans habt, dann finden es 10 Fans geil. Ist doch egal, ja, ob es nun 10.000 sind oder 10. Sie sollen ja mehr werden. Und das wird mehr, wenn sie darüber sprechen, was ihr macht. Wenn ihr sichtbar seid, omnipräsent nenne ich das ganz gerne, also wirklich überall sichtbar und das aber ohne zu viel Mehraufwand, also da eine klare Strategie finden. Ja, ich brauche da echt nicht lange für die Stories, weil, und das ist eben auch eine Übungssache, ich mich da so sehr dran gewöhnt habe. Ja? Genau, also Eva sagt, ich finde es sehr hilfreich, dass man bei den Stories sehen kann, wer sie angesehen hat. Großer Vorteil zu normalen Posts. Absolut, total cool. Ich sehe genau, wer mich stalkt. Ja, finde ich total geil. Ist doch super. Ich weiß nicht, kriege ich das hier noch kleiner geschoben? Nee, du bist jetzt groß, Eva Maria. Sorry. Genau. Und genau das, Melanie. Ich denke immer, das interessiert keinen, was ich tagtäglich so mache. Ich kann mich dazu bisher nicht überwinden, speziell Videos. Und Melanie, genau das ist es nämlich. Videos habe ich auch nicht so gemacht, das fange ich jetzt erst an, weil ich einfach sehe, ich konsumiere sie mittlerweile gerne, habe ich früher auch nicht. Aber man kriegt doch über ein Video viel mehr an Informationen rübergebracht, als ich das über einen Fotobeitrag hinbekomme. Ja? Und genau das ist es, es interessiert keinen. Habe ich auch gedacht, interessiert doch keinen, dass ich hier Wäsche mache. Zum Beispiel und wie mein Coaching-Tag aussieht und dass ich zwischendurch nochmal Wäsche mache und dass ich zwischendurch nochmal einen Beitrag poste und dass ich live bin und dass ich meine Kinder von der Kita abhole und was mir zwischendurch passiert, weil irgendeinem der Schnuller rausfällt und in die Scheiße rein oder so. Ja, dieses Leben, diese Authentizität, das ist genau das, was jetzt kommt. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr diese hochproduzierten Netflix-Shows. Wir wollen das wahre Leben. Und genau das ist das, was wir in den Stories zeigen sollten. Ja? Netflix auch schön und gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich bei Netflix sitze und einen Film schaue, gucke ich parallel hier rein. Ist einfach so. Multitasking. Wir machen beides mittlerweile. Ja? Finde ich super gut, Melanie. Genauso geht es mir auch. Und so ein bisschen gehe ich jetzt weg von diesem Gedanken, ich muss immer perfekt aussehen und geschminkt sein, um in die Story reinzugehen. Und häufig mache ich es dann auch so, dass ich nicht mich zeige, sondern eben das, was vor mir ist, also was mir gerade passiert ist. Oder einfach nur einen Textbeitrag mache. Ja, so gar nicht zu kompliziert, wenn du dich echt nicht so fühlst. Oder, und jetzt wird es spannend, ich teile mal meinen Handybildschirm. Ich mache mal mein Handy ran. Wir setzen Filter drüber, da wird es doch spannend, ja. Ich gehe mal rein hier und gehe in QuickTime und zeige euch mal mein Handy. Und da werdet ihr sehen, wie das ist, wie schnell das geht, eine Story zu machen, ohne, also ich gehe jetzt mal bei Instagram rein, weil das ist meistens mein Flow. Ich gehe bei Instagram rein, gehe dann hier oben in das Kameraformat, mache die Story. Und da eben ganz spannend hier rechts unten, und das habt ihr auch bei Facebook, habt ihr die Filter, ja. Und das ist das Schöne, seht ihr das? Ja, ich bin direkt geschminkt und schick. Ja, wir brauchen nicht mehr vorzeigefähig sein. Ich muss mich nicht mal mehr schminken. Facebook macht das mit erweiterter Realität für uns. Wie geil ist das denn? Ja, wir brauchen überhaupt nicht mehr perfekt sein. Wir können hier einfach irgendeinen Quatsch mit reinbringen. Ja, ich kann den dunkler machen, meinen Lippenstift, kann mich hier wie ein Diamanten. Das ist erweiterte Realität. Es ist die Realität, aber wir erweitern das Ganze über die Apps, die Facebook und Instagram uns bieten. Ja, also vorzeigefähig brauchen wir nicht mehr. Kylie. Genau.
Super cool, ich finde es geil. Also ganz viele Optionen. Ihr habt keine Ausreden mehr, keine Stories zu machen. Ja? Also das machen wir mal weg hier. Später wollen wir jetzt nicht. Genau. Genau. Ganz genau, das ist das, was Uta auch sagt. Meine Kunden lieben an mir, dass ich keine geschniegelte Werbetussi bin. Bei mir genauso. Da hoffe ich jetzt mal. Sonst muss ich mich doch noch aufbrezeln. Aber darum geht es ja. Wir wollen authentisch sein. Ja, ich habe nun mal hier meine Flusen, weil mit Stillen und so, das ist einfach so. Und deswegen muss ich damit leben. Und ich glaube, das fällt auch nur mir auf. Anderen fällt es gar nicht auf. Und ich bin da viel zu kritisch mit mir selbst. Und das ist, glaube ich, so ein Frauenthema wahrscheinlich. Genau. Wie heißt der Filter, fragt Lani. Sehr gut. Genau. Eva hat den Kylie-Filter. Man kann da ja auch lustig verpacken. Ein bisschen Selbstironie geht ja fast immer. Also es geht da auch Brille aufsetzen und als Häschen und was nicht alles. Vor allen Dingen fällt es dann auf. Ja? Wir haben nicht immer so diesen gleichen Hintergrund. Ich merke einfach, wenn ich ein Video mache mit immer dem gleichen Hintergrund, dann hat das weniger Reichweite, als wenn ich da irgendwas Spannendes mache und da so einen Filter rüber setze, vielleicht eine Story dazu mir überlege. Letztens, als ich einen Hasen gesehen habe, XY, ja, also tatsächlich dann auch wirklich Storytelling. Mir überlegen, warum nutze ich jetzt einen Filter? Oder, ich weiß nicht, letzte Woche hatte ich das, ich zeige euch das mal. Ich habe einen Affen in die Kamera gehalten, habe aber vergessen zu sagen, warum. Also irgendwas in die Kamera zu halten. Ich habe jetzt hier vielleicht Spielzeug von Live oder so. Halt das in die Kamera, aber sollte dann nicht unbedingt vergessen, warum ich das tue. Ja? Also irgendwie gerade am Anfang, und wir haben ungefähr 3 Sekunden, um die Aufmerksamkeit der Nutzer hier direkt reinzukriegen, beziehungsweise sie dazu zu bringen, zu schauen, auch weiterzuschauen, wirklich in den ersten 3 Sekunden irgendwas Spannendes zu machen. Deswegen holt sie ab. Die meisten, und das ist das Entscheidende, insbesondere bei Live-Videos, gucken die ersten 3 bis 10 Sekunden und entscheiden in diesem Moment schon, gucke ich jetzt weiter oder interessiert mich das nicht. Deswegen labert bitte am Anfang nicht. Ihr könnt im Mittelteil meinetwegen nochmal labern, so wie ich das jetzt mehr oder weniger tue. Aber am Anfang müsst ihr einmal knackig auf den Punkt kommen für alle die, die die Aufzeichnung gucken. Ja? Der Anfang ist nämlich nicht für die Live-Zuschauer relevant, denn die sind dann noch nicht da. Die kommen erst später, die kommen erst mit der Zeit. Ja, wir haben jetzt 60 Live-Zuschauer, vor 10 Minuten waren es noch 45, das heißt, je länger ihr online seid und entscheidend ist, der Content ist gut, desto mehr Live-Zuschauer habt ihr dann auch, ja, genau. Hat eCam auch Filter? Nicht, dass ich wüsste, Nadine, das weiß ich leider nicht. Ich nutze jetzt ja gerade eCam, wüsste ich jetzt nicht. Am Handy ist das halt alles bei Facebook integriert, aber da kann ich die Jungs von eCam sehr gerne mal fragen, würde mich auch interessieren, aber ich glaube nicht. Was ich aber machen kann, und das kann ich dir empfehlen, siehst du, irgendwo hat eCam eben doch Filter, denn eCam hat eine App, die heißt Eyeglasses. Seht ihr die jetzt hier auch? Ja, die Eyeglasses-App, seht ihr das? Und ich mache jetzt mal meinen Bildschirm groß, obwohl ich eigentlich nicht vorzeigefähig bin. Aber egal. Ich wollte ihn extra klein lassen. Und zwar kann ich jetzt hier zoomen und was nicht alles. Ich kann hier Helligkeit, mit der Helligkeit rumspielen. Und Eyeglasses kostet auch nur wenige Dollar, ist nicht teuer. Kann ich auch eine Art Filter reinsetzen. Auch das ist Augmented Reality. Ja. Das ist also eine eCam-App quasi. Wobei ich die Filter, ich glaube, da sollten Sie sich mal wirklich, vielleicht gibt es da jetzt auch schon schönere. Ah ja, doch, gibt es schon. Seht ihr mal, guckt mal. Die Mitte ist immer normal. Ich kann auch sagen, dass ich mich hier, finde jetzt mal irgendwas Witziges. Ja, das ist jedenfalls nur für Mac leider. Ja, ist natürlich doof, aber der ist doch gut, wenn man sich nicht so wohl fühlt. Den finde ich jetzt ganz spannend, aber ja. Ihr wisst, was ich meine, ja? Keine Ahnung. Also es gibt Filter dann in dem Moment ja auch für eCam. Hier, den finde ich auch noch ganz schön. Den hier, den lassen wir jetzt mal. Ja, genau. Aber eCam direkt, wie der Frank sagt, hat keinen. Aber Eyeglasses, soweit ich weiß, eine eCam-App. Sehr cool, Petra. Ja, ich sehe super aus, weiß ich. Danke, Pierre. So, nimm das mal weg. Wunderbar. Okay, sehr, sehr cool. Also, das soll es gewesen sein. Erstmal so ein bisschen Überblick. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann sagt ihr Bescheid. Und ich möchte auch gerne, dass ihr den Content von meinem Podcast ein bisschen mitgestalten
dürft, könnt, müsst, sagt mir doch mal bitte, welche Themen euch interessieren. Facebook natürlich, alles rund um Facebook, Ads, Gruppen, Stories, Live-Videos, was blockiert euch gerade, was wollt ihr noch mehr wissen, und dann machen wir dazu mal eine Episode, eine eigene. Ich sage erstmal bis bald, mache jetzt erstmal Mittagspause, 10 Minuten, und um 14 Uhr habe ich dann das nächste Coaching. Bis dann, ihr Lieben, ciao.